Brücken verbinden, so wie hier in der Sächsischen Schweiz. Doch dafür müssen sie auch etwas tragen können. Sonst droht marode Infrastruktur einfach einzustürzen, so wie kürzlich die Carola-Brücke in Dresden. Aus Sorge, dass ein ähnliches Unglück passieren könnte, wurde einige Kilometer flussaufwärts eine Brücke jetzt ganz gesperrt. Als Vorsichtsmaßnahme. Doch wenn mittendrin im Elbtal eben etwas Überbrückendes fehlt, dann müssen andere für die Verbindung sorgen. So wie jetzt in Bad Schandau, wo unsere Reporterin Wiebke Schindler unterwegs war. Er ist einer der gefragtesten Männer derzeit in dem kleinen Touristenort in der Sächsischen Schweiz. Steffen Weidemann steuert hier die Fußgängerfähre von der einen Elbseite zur anderen. Sie ist die letzte verbliebene Verbindung im Umkreis von 20 Kilometern, seit die Brücke hier vor etwa 2 Wochen völlig unerwartet komplett gesperrt wurde. Das ging wirklich von heute auf morgen. Wie gesagt, die Dienste sind halt etwas länger und anstrengender, aber ja gut, wir müssen jetzt alle an dem Strang ziehen. Um diese Brücke geht es. Sie verbindet Ortsteile von Bad Schandau miteinander. Auf der einen Seite liegt der Bahnhof, auf der anderen die Innenstadt. Nach dem Einsturz der Carola-Brücke in Dresden im September sind die Behörden vorsichtiger geworden. Bei einer Überprüfung hier wurden jetzt Risse festgestellt, aus denen rostiges Wasser sickert. Der Stahl im Inneren könnte angegriffen sein. Nun hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr entschieden, die Brücke bis mindestens Ende des Jahres zu sperren. Ich sag mal, die Elbbrücke hier, so die Hauptschlagader für die Region gewesen. Und es müssen einfach jetzt schnelle Lösungen gefunden werden, weil ich sag mal, die Umstände, wie sie jetzt hier gerade anlaufen, das kann man vielleicht paar Wochen, paar Monate machen, aber nicht über Jahre. Weil dann, ich sag mal, leidet die Region unter wirtschaftlichen Aspekten, aber natürlich auch im Privaten, weil das ist dann eine reine Nervensache. Was uns zurück auf die Fähre bringt, zu den Passagieren. Die können die Fähre seit der Sperrung zwar kostenlos nutzen, aber ja, genervt sind sie trotzdem. Auch wenn sie versuchen, gelassen zu bleiben. Ja, mein täglicher Arbeitsweg, den ich absolvieren muss, das ist schon schlecht. Macht schon das Einkaufen schwer. Es ist eine unmögliche Situation. Also für welche, die täglich auf Arbeit müssen oder der Pflegedienst oder sonst irgendwas, das ist eigentlich für eine längere Zeit nicht machbar. Und das Schöne ist, also meinte gerade, wie angenehm das ist, dass man noch mal morgens zusammensitzt vor der Arbeit und ja, miteinander ins Gespräch kommt. Die negative Kehrseite ist, dass für mich, glaube ich, der Arbeitsweg eine halbe Stunde am Tag länger ist. Eigentlich wäre jetzt mit Beginn der Wintersaison ein verkürzter Fahrplan üblich. Stattdessen fahren Steffen Weidemann und seine Kollegen 11,5 Stunden Schichten. Also alle Fälle geht es von früh an, praktisch 4.25 Uhr kommen wirklich schon die ersten Fahrgäste, die praktisch zum Zug wollen, die dann weiter weg müssen oder so, die sonst mit dem Auto zu Deutsch gefahren sind. Ansonsten, ich sage mal so, bis um 8 geht auf alle Fälle die Hauptstoßzeit. Jetzt ist er im Viertelstundentakt unterwegs. Aber so leicht bringt man Steffen Weidemann nicht aus der Ruhe. So, Steffen, mein Freund, ich wünsche dir was. Gute Besserung. Mach's ja, gut, danke dir. Ja, tschüss. Die Region lebt vom Tourismus. Die Sächsische Schweiz zieht Wanderer an. Aber mit einer fehlenden Hauptverkehrsader könnten Touristen wegbleiben, so die große Sorge. Jetzt ist Nebensaison, jetzt ist alles noch relaxed, jetzt sind auch weniger Touristen da. Die Straßen werden nicht so frequentiert. Das wird erst richtig krass und schlimm, wenn wir die Saison wieder losgehen. Hochwasser und Waldbrände in der Sächsischen Schweiz. In Bad Schandau sind sie eigentlich krisenerprobt. Und so versuchen auch Steffen Weidemann und seine Kollegen, diese Krise zu meistern. Doch eine gesperrte Brücke bereitet allen große Sorgen. Keiner weiß im Moment, wie es weitergeht. Zwischen einer Reparatur und einem Neubau scheint derzeit alles möglich. Sicher ist nur, es wird dauern, so oder so. Das gewaltige Sprudeln in der Ostsee hat vor gut 2 Jahren allen vor Augen geführt, dass die Nord Stream Pipelines unbrauchbar geworden sind. Durch Nord Stream 1 war viele Jahre lang Gas aus Russland nach Deutschland geströmt. Und noch etwas haben die Explosionen an den Röhren gezeigt, nämlich wie angreifbar unsere Infrastruktur sein kann, vor allem wenn sie durch die offene See führt, die kaum zu kontrollieren ist. Dabei liegen gerade dort im Meer viele Schlagadern unseres Alltags. Nicht nur für die Energieversorgung, sondern auch für unsere Kommunikation. Genau solche Leitungen sind nun wieder in der Ostsee beschädigt worden. Die Ursache ist bislang unklar, doch schon ist von Sabotage die Rede. Christian Blenker.
Noch ist nicht klar, wer oder was hier tief unten in der Ostsee den Schaden verursacht hat. Da legt sich oben schon einer sehr früh fest. Am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister in Brüssel vermutet Boris Pistorius eine vorsätzliche Aktion durch Dritte und spricht von möglicher Sabotage. Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind. Und ich mag auch nicht an Versionen glauben, dass das Anker waren, die zufällig über diesen Kabeln, wie soll ich sagen, Schaden angerichtet haben. Von daher müssen wir konstatieren, ohne konkret zu wissen, von wem es kommt, dass es sich um eine hybride Aktion handelt. Von diesem Terminal in Rostock führt eine der beschädigten Glasfaserleitungen ins finnische Helsinki. Eine Datenautobahn mehr als 1000 Kilometer lang und wichtige Verbindungen zu Rechenzentren im Norden. Das zweite beschädigte Kabel nutzt ein schwedisches Telekommunikationsunternehmen zwischen Litauen und Schweden. 8 NATO-Länder grenzen an die Ostsee. Die beschädigten Kabel, Unfall oder Absicht, hierzu gibt es unterschiedliche Nuancen. Litauens Präsident Nauseda erinnert daran, dass es in der Ostsee bereits eine Reihe solcher Vorfälle gegeben habe. Einige lassen sich auf böswillige oder gezielte Aktivitäten zurückführen. Ein anderer Teil auf Unachtsamkeit und die schlichte Unfähigkeit, bestimmte Regeln einzuhalten. Es ist wahrscheinlich zu früh, um hier endgültige Schlüsse zu ziehen. 2022 wurden die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 durch mehrere Sprengungen unterbrochen. Vor einem Jahr beschädigte ein chinesisches Frachtschiff mit seinem Anker die Ostsee-Pipeline Baltic Connector zwischen Finnland und Estland. Später heißt es, aus Versehen. Auch diesmal nehmen finnische und schwedische Medien einen chinesischen Frachter in den Fokus, der sich laut GPS-Daten nahe der Schadensstelle aufgehalten haben soll. Hans Liwong forscht zum Thema maritime Sicherheit. Solche Vorfälle passieren in den Weltmeeren immer wieder, so der Schwede. Deshalb hält er auch einen Unfall für denkbar. So ein Kabel ist nicht sehr stark, etwa 10 bis 20 Zentimeter. Der Anker eines Schiffs oder ein Schleppnetz eines Fischerboots ist viel stärker. Wenn sie sich unglücklich verfangen, reißt so ein Kabel. Es ist also gut möglich, dass das auch hier der Fall war. Schweden und Finnland ermitteln wegen möglicher Sabotage. Ein Spezialteam wird unterdessen in den nächsten Tagen die Leitungen reparieren.